wirklich, es ist die klassische Ehe, die ja nur damals eigentlich möglich war, glaube ich, die heute nicht mehr möglich ist, dass eine Frau einfach sagt, okay, ich bin jetzt mit Leib und Seele Mutter, bin mit Leib und Seele Hausfrau, Geliebte. Weil die katholische Kirche ja propagiert, Homosexualität ist krank, ist eine schlimme Abirrung, ist in Sünde leben. Und das kam natürlich alles hoch. Ja, hoch, wenn ich nicht gerade sozusagen in den Armen von Marie lag. Ist aus dem Auto gestiegen, hat sich an die Brust gefasst, hat gesagt, boah, ich habe Schmerzen wie ein Viech, und ist dann sofort, also wie ein Stein, zusammengebrochen. Er hat das Zeug runtergerissen, rumgeworfen, alles so knapp an mir vorbei. Und da hatte ich so dieses Gefühl, jetzt muss ich weg, jetzt, spätestens morgen, sonst bin ich tot. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Wir alle kennen dieses Herzklopfen, das Kribbeln im Bauch. Dankeschön. Verliebt zu sein ist einfach wunderbar. Was löst die Liebe in uns aus? Und wie gehen wir damit um, wenn wir sie nicht zeigen können oder sie ein abruptes Ende erlebt? Liebe und lieben lassen, das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich freue mich sehr auf diese Gäste. Die Liebe seines Lebens hat Peter Kraus gefunden. Seit mehr als 50 Jahren sind der Sänger und seine Frau ein Paar und glücklicher denn je. Was das Geheimnis ihrer großen Liebe ist, das erzählt uns heute Peter Kraus. Herzlich willkommen. Wie es ist, wenn der Partner plötzlich stirbt, das musste Ines Stecher erleben. Nachdem ihr geliebter Freund einem Herzinfarkt erlag, war nichts mehr wie zuvor. Wie sie mittlerweile mit dem Verlust umgeht, das erfahren wir von Ines Stecher. Schön, dass Sie da sind. 40 Jahre lang führten Monika Schmelter und Marie Kortenbusch eine Beziehung im Verborgenen. Aus Angst, ihre Jobs bei der katholischen Kirche zu verlieren, verheimlichten sie lange ihre Liebe und ihre Beziehung. Wir sind gespannt auf Monika Schmelter und Marie Kortenbusch. Jahrelang wurde Dagmar Asghari von ihrem Mann verprügelt und bedroht. Dabei war für sie ein Leben ohne ihn lange überhaupt nicht vorstellbar. Wie sie sich schließlich aus ihrer Abhängigkeit befreit hat, davon berichtet Dagmar Asghari. Herzlich willkommen bei uns. Seit mehr als 30 Jahren kennen sich Patricia und Uwe Werle. Doch erst nach einer besonderen Nachtcafé-Folge fanden die beiden zueinander. Bereits eine Woche später verlobten sie sich und sind seitdem unzertrennlich. Wir freuen uns sehr auf Patricia und Uwe Werle. Dass Liebe regelrecht süchtig machen kann, das weiß Dr. Matthias Jung. Umso schwerer fällt es uns laut dem Psychotherapeuten und Philosophen, wenn wir von dieser wieder lassen müssen. Herzlich willkommen, Herr Jung, und herzlich willkommen an die gesamte Runde. Herr Jung, wir reden immer darüber, dass die Liebe so ein besonderes Gefühl ist. Was gibt sie uns denn? Was löst die Liebe denn in uns aus? Ich glaube, sie gibt uns Heimat. Sie gibt uns Heimat in einer unsicheren Welt. In einem unsicheren All. Mhm. Um unser Planeten ist es minus 270 Grad. Und in der Liebe ist die Sonne. Es ist wie das Wasser für die Pflanze. Ohne Liebe läuft nichts. Was macht denn das Leben noch aus? Ja. Sie haben über 50 Jahre schon diese Sonne mit Ihrer Frau erlebt. Haben schon goldene Hochzeit hinter sich. Ja, schon wieder 4 Jahre. Seit 4 Jahren. Gratulation trotzdem. Drei Jahre. Erzählen Sie mal, wie haben Sie sich denn dann vor 53 Jahren kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben? Mhm. Das war eine aufregende Geschichte. Das war in Wien. Mhm. Meine Frau war damals ein sehr begehrtes Fotomodell. War Mode, wie nannte man das? Model? Model natürlich, aber Botschafterin der Mode von Wien. Ah ja, okay. Und sie hatte, es klebten überall Plakate von ihr in Wien. Und zwar übergroße, so 3 Meter auf 3 Meter und so riesige Dinge. Ich habe mich eigentlich in das Plakat verliebt. Ja, also erst das Plakat und dann kam Ihre Frau. Ja, und dann kam ich in ein Lokal. Ja.
und dachte mir, das muss die sein. Und die muss ich kennenlernen. Und war da denn dann so vom, war sie. Vom, ja, war da so vom ersten Blick an denn dann so ein Zauber schon da, ja, oder hat sich der erst entwickelt? Nein, nee, der war von Anfang. Ja? Ich bin mit meinem Auto immer in der Stadt rumgefahren, habe das Plakat gesehen, habe gesagt, die müsste man kennenlernen. Und haben Sie sich dann gleich unterhalten? Oder? Nein, so schnell geht das nicht. Das ist ja lange her. Ja. Nein, es war sehr lustig. Es gibt zwei Versionen davon. Mhm. Eine von meiner Frau und eine von mir. Okay. Ja. Es war in diesem Nachtlokal und sie war da mit Fotografen und ich war mit meiner Clique da und so weiter. Mhm. Und also ich erzähle meine Version, weil die ist besser. Ich bin zum Geschäftsführer gegangen, der zuvor schon bei mir war und eine Eintragung im Buch haben wollte. Das war ja damals so üblich. Ja. Und dann habe ich mir das Buch ausgeliehen und dann bin ich an den Tisch gegangen und habe mich vorgestellt als der Geschäftsführer und ob sie nicht sich eintragen würde. Sie hat das natürlich sofort überrissen, dass ich ihren Namen wissen will. Ja. Und hat mich natürlich zuvor erkannt. Also das ist meine Version. Und Ihre? Das war aber sehr lustig. Und dann habe ich alle Hebel in Bewegung gesetzt und am nächsten Tag hatte ich ihre Telefonnummer. Ah, und was? Und dann haben Sie, glaube ich, auch über den Freund zwei Nachrichten erfahren. Was waren das für zwei Nachrichten? Das war sehr lustig. Ja, der Freund hat mich angerufen, hat gesagt, du, ich habe die Telefonnummer. Und zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Was willst du zuerst hören? Ist egal. Also gut, die gute. Also sie ist eben zurück. Sie ist verheiratet gewesen. Sie ist in Holland verheiratet gewesen. Ist jetzt wieder in Wien, lebt bei ihrer Mutter. Und sie ist praktisch, ja, also hat keinen frei. Freund. Ist frei. Frei. Mhm. Die schlechte Nachricht, sie hat ein Kind dabei mit 3 Jahren. So. Aber das hat mich nicht gestört. Ich meine, das war ja, man muss sagen, heute ist es ja für alleinerziehende Mütter und auch Väter schon nicht einfach. Wie war das damals in den 60ern? War wahrscheinlich auch nicht leicht für sie, ist, oder? Wie gesagt, sie ist, die Ehe ist schiefgegangen. Also sie ist bei Nacht und Nebel geflohen, mehr oder weniger, heimlich, mit dem Kind unter dem Arm, mehr oder weniger, hat nichts mitgenommen und ist nach Wien zu ihrer Mutter und hat dann heftigst gearbeitet und ist dann in kürzester Zeit, also gut im Geschäft gewesen. Die Mutter hat ihr geholfen, also das Kind. Wenn Sie sagen, gut im Geschäft, das waren Sie natürlich auch. Sie waren schon jahrelang ein Star damals, ja, als Schauspieler, ja, als Sänger, hatten viele Hits, hatten viele erfolgreiche Filme, waren umschwärmt von Frauen. Ja. Wie sah denn Ihr Liebesleben aus, bevor Sie Ihre Frau kennengelernt haben? Emsig. Emsig. Das wollen wir jetzt näher verstehen. Ja, weil ich habe ein paar Mal das Wort Brüde gehört hier, ja, in dem, ja, Zusammenhang. Und ich muss dazu immer sagen, also ich kenne die 50er Jahre nicht als Brüdezeit. Ah, ja. Aber vielleicht bin ich ein Ausnahmefall. Ja. Also Sie waren schon unterwegs. Nein, das Entscheidende war, dass ich sehr früh eine Karriere machte, das haben Sie eben gesagt, bekannt wurde und so weiter und so fort. Die Karriere hatte aber einen kleinen Bruch. Ja? Und das war genau die Zeit, wo ich gesagt habe, ich weiß eigentlich, ich muss irgendwie was anders machen. Ich muss wieder Gedanken fassen, weil es war hektisch. Hatten auch plötzlich Zeit für eine Frau und für eine Beziehung? Ich habe gesagt, so, und jetzt möchte ich Theater spielen. Mhm. Und ich bin nach Wien gegangen und habe an den Kammerspielen Theater gespielt. Mhm. Und das war genau die Zeit, wo ich sie kennenlernte. Und das war für mich, wie soll ich sagen, ich war zuvor nur gewohnt, eine Woche war schon maximal irgendwo sein, normalerweise weg und ununterbrochen unterwegs. Und plötzlich war ich in einer Stadt, musste mich am Abend konzentrieren aufs Theater spielen und wusste nicht, was ich untertags machen soll. Ja, also, und da lernte ich sie kennen. Und das war dadurch eine, wie soll ich sagen, war völlig anders als meine Beziehungen oder Dates oder Freundschaften oder Liebesgeschichten, die ich zuvor erlebte, die immer voller Hektik und voller Abreisen und wir telefonieren und wir sehen uns morgen und wo sehen wir uns? In Stockholm treffen wir uns, nein, in Madrid und sowas. Was das heißt, Sie haben mit plötzlich eine Ruhe da, ein langsames sich aneinander gewöhnen, kennenlernen. Sie hat mir Wien gezeigt. Das heißt, Sie haben mit ihr auch erst so richtig das Tiefe, auch mit Ruhe, richtig, angehende, sich lieben gelernt. Genau, und da bin ich drauf gekommen, dass es eigentlich Zeit wäre, jetzt langsam
was Vernünftiges zu machen. Was Frauen. Was haben Sie denn in dieser Liebe gefunden? Sie haben gesagt, vorher war alles hektisch und ja, emsig war auch Ihr Begriff. Was haben Sie dort denn gefunden, was vorher nicht da war? Wie würden Sie es mit eigenen Worten beschreiben? Die Zeit, die wir eigentlich hatten, die Zeit, die wir hatten, uns zu nähern, was es zuvor nie gab. Und weil, wie gesagt, ich wusste ja, ich bin 3 Monate jetzt in Wien. Ja? Ja. Ich kann gar nicht weg, ich muss am Abend auf die Bühne. Also es war ein ganz anderes Leben. Mhm. Und auch das Kind war interessant. Sie haben das ja auch adoptiert. Sie haben adoptiert, später auch noch gemeinsamen Sohn bekommen, auch dazu sagen. Aber noch mal zurück, Sie haben gesagt, Sie waren vorher emsig unterwegs. Und die 50er Jahre waren also nicht prüde, haben wir jetzt auch schon gelernt. Ja, zumindest nicht in der Branche von mir. Oh ja, also Sie waren unterwegs und längere... Mein Vater hatte zum Beispiel damals ein Espresso in München, das erste italienische Espresso in München. Ja. Da verkehrten die schönsten Models und die heißesten Playboys, da war Gunter Sachs, ununterbrochen da, da kamen die mit den heißen Schlitten. Also es war wahrscheinlich eine ganz andere Welt, in der ich aufgewachsen bin. Ja. Und so als 16-Jähriger bin ich da rein und wollte natürlich dabei sein. Ist Ihnen das denn so leicht gefallen, nach dieser emsigen Zeit, jetzt waren Sie in dieser Beziehung, in dieser Tiefe, auf einmal in einer ganz anderen Welt mit ihrer heutigen Frau, einer ganz anderen Tiefe unterwegs. Ist Ihnen das so leicht gefallen, treu zu sein? So schwierige Fragen stellen. Ja. Ja. Fragt man sowas wirklich? Ja, natürlich. Ehrlich? Ja, natürlich. Wir sind doch nicht Brüder, Herr Kraus. Also ich würde mich das nicht trauen. Nein? Ach nein. Doch. Ist doch normal. Ja, ist eine normale Frage. Ja, ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Politiker sagen immer, wenn es gefährlich wird, sagen die immer, ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern. Also ich kann mich auch nicht erinnern. Nee, ich frage deshalb, weil ich gehört habe, dass Ihr Vater nicht immer treu war. Das ist richtig. Ja. Der hat zumindest dazu beigetragen, dass aus mir ein treuer Mensch wurde. Weil ich sehr gelitten habe darunter, dass meine Frau, meine Mutter so gelitten hat. Mhm. Und zwar, er war unverständlich. Ja? Also das spielte sich so ab, dass ich gesagt habe, du, die Mutti weiß das und jenes. Mhm. Und Blödsinn, das kann sie gar nicht wissen. Sag ich, sie weiß, aber warum soll sie weinen und warum soll sie mir das sagen? Das ist Blödsinn. Er hat einfach immer das abgelehnt und hat gesagt, gibt es nicht. Das ist Unsinn natürlich gewesen. Das war für mich sehr schwer. Und ja, das war insofern gut, weil ich ein braver Ehemann geworden bin. Gut? Ist doch schön. Ja, ja, ich hoffe, Sie glauben. Ja. Ich finde, das haben Sie überzeugend vermittelt. Genau. Wenn Sie das im Rückblick sehen, Ihre Frau hat ja dann nicht mehr gearbeitet. Sie hat auch den Hauptteil der Kindererziehung übernommen. Würden Sie sagen, sie hat auch für Sie und die Karriere auch zurückgesteckt? Total. Ja? Total. Also als wir geheiratet haben und als der Mickey kam, da hat sie total alles aufgegeben. Also wirklich, es ist die klassische Ehe, die ja nur damals eigentlich möglich war, glaube ich, die heute nicht mehr möglich ist, dass eine Frau einfach sagt, okay, ich bin jetzt mit Leib und Seele Mutter, bin mit Leib und Seele Hausfrau, Geliebte. Und das gibt es nicht mehr, glaube ich. Sind Sie froh, dass es heute, dass dieser Fortschritt da ist, dass es auch andere Möglichkeiten gibt? Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir das tatsächlich nicht vorstellen, ausschließlich zu Hause zu sein. Da hat sich unglaublich viel getan. Sie haben ja auch den weiten Blick, Herr Jung, oder? Ja, da hat sich viel getan. Außerordentlich viel. Mhm. Aber es ist doch umgekehrt interessant, dass diese Ehe so gehalten hat und dass Sie auch den Willen dazu hatten. Also ich finde es enorm. Also da lacht mein Partner. Das Wollen ist das Wichtigste. Einfach zu sagen, ich will das jetzt so haben und ich tue alles dafür, dass das funktioniert. Das ist wichtig. Aber ich meine, dazu ist, was Sie jetzt sagen, wir leben wirklich zurückgezogen, zu zweit. Wir sind fast immer zusammen, immer. Sie ist auch auf Tourneen dabei. Ja. Jetzt wieder, wir gehen wieder, muss ein bisschen Werbung machen, 24 Konzerte wieder, geht wieder los. Mhm. Und das ist ein ganz anderes Leben, glaube ich. Das war damals früher. Das heißt, Sie leben auch diese Ehe sehr, sehr eng, höre ich raus. Ne? Ausgesprochen eng.
Sie haben gesagt, Ihre Frau hat so viele Rollen angenommen, mit Leib und Seele Mutter, mit Leib und Seele auch Geliebte. Ja. Nun verändert sich ja Sexualität auch in Beziehungen. Würden Sie sagen, das Körperliche ist bei Ihnen nach wie vor wichtig zwischen Ihnen? Das heißt wichtig, ja. Ja? Fragen Sie mich wieder so schwierige Sachen. Ja, natürlich. Ja. Also ich kann Ihnen nur sagen, wir haben keine getrennten Schlafzimmer, ja, und auch keine getrennten Betten. Ja. Und wir schlafen in Hotels fast immer nur in einem Bett und das andere bleibt wunderschön. Ja. Wunderschön. Nun muss man ja sagen, nicht nur Sie sind jung und fit, auch Ihre Frau ist ja jung und fit. Zeigt Peter Kraus auch in gewisser Weise, wie man es schaffen kann, mit so einer inneren Spannung auch weiter zu lieben, weiter zu leben? Unbedingt. Also Peter Kraus, ich muss mal eine kleine Liebeserklärung machen. Ich gehöre zu dem Heer von über 1 Million Fans von Anfang an, von den 50er Jahren. Und wie Sie sich gehalten haben, wie viel Disziplin dahinter steckt, privat, in der Körperlichkeit und vom Beruf, ich kann es zu schweigen, welches Spektrum Sie sich angeeignet haben. Ich finde das großartig. Wir sind beide über 80 und im Allgemeinen hätten wir jetzt einen dicken Ranzen und hätten Prostata-Probleme, würden hinken. Und Sie sind für mich ein Vorbild, ja, wie toll man Liebe alt werden kann. Wir sprechen ja davon. Ja. Das ist die Liebe, die wir sagen. Ja, ja. Sie haben gesagt, wenn Sie auf Tournee gehen, sind Sie zusammen. Sie sind sehr eng. Ja. Sie haben auch zwei Wohnsitze. Einer davon auf einem Weinberg mit einem schönen Blick und viel Himmel. Würden Sie sagen, das ist so auch Oase für Sie, ja, wo Sie immer wieder hingehen? Ja. Ja? Ich glaube, die ganze Geschichte, warum ich im Tessin wohne, ist einfach aus dieser Idee entstanden, dass ich musste irgendwohin, eine Insel, das ist dieses so typische Wort, die Insel. Ich meine, ich lese immer von Kollegen, die fallen nach großen Konzerten, fallen die in ein dunkles Loch, weil sie alleine sind und so. Ich verstehe das nicht. Mhm. Also habe ich nie verstanden. Ich trinke noch mit meinen Jungs ein Bier, gehe ins Schlafzimmer, gehe zu meiner Frau und bin nicht alleine und bin happy und lass den Abend der Revue passieren und bin glücklich. Das strahlen Sie auch aus, das muss man wirklich sagen. Nun ist es ja so, unser aller Leben ist ja endlich. Reden Sie manchmal darüber, was wäre, wenn einer von Ihnen nicht mehr ist? Dazu bin ich zu feige. Mhm. Ja? Ich weiß, es ist eine schlimme Sache. Und ich meine, wir haben ja Beispiele. Ich war zum Beispiel sehr befreundet mit Peter Alexander, der ja wirklich nach dem Tod von seiner Frau, ja eigentlich, wenn man brutal ist, sagt man, zugrunde gegangen ist. Mhm. Das ist wirklich schlimm. Das kann uns auch passieren, das ist richtig. Aber wir können nicht sagen, wer zuerst stirbt. Also warum soll ich dann nachdenken? Mhm. Ich bin keiner, der sehr gerne nach rückwärts denkt. Ich ziehe auch nicht alte Dinge hoch und wir diskutieren nicht darüber, sondern wir leben einfach in den Tag. Ja? Und sind dankbar dafür, dass Sie sich haben, kann man eben, das so sagen? Ja. Ja? Mhm. Ich bin dankbar, dass Sie mich in der Früh anlächelt, wenn Sie aufwacht. Ach, wie schön. Wenn Sie das beschreiben würden, nach all den Jahren, was lieben Sie an Ihrer Frau? Kann ich ein Buch schreiben? Nein, nicht ein Buch schreiben, aber ich glaube, diese unheimliche Natürlichkeit meiner Frau ist ganz normal, ist eine natürliche. Von Anfang an habe ich das geliebt, weil ich ja sehr viele bildschöne Frauen kennengelernt habe, die alle, ich sage jetzt einfach einmal, einen kleinen Vogel hatten oder extravagant waren in irgendeiner, irgendwas war, was angeeckt hat. Und sie war ein ganz normales Mädchen. Und dann ist sie geblieben. Dann wünschen wir Ihnen mit diesem ganz normalen Mädchen, das sie immer noch ist, weiter eine wunderbare Zeit. Vielen Dank. Herr Jung, wir haben jetzt ja beschrieben, und ich glaube, man spürt auch, was einem Liebe geben kann. Ja. Ja, so ein Halt, Sie haben es Heimat. Entschuldigung, mir bricht immer die Stimme weg. Ja. Ja, wenn ich über solche Dinge sprechen muss, dann ich weiß es nicht. Daran merkt man aber doch, dass es um die Themen geht, die einem wichtig sind. Ah, das ist auch, es, über,
Über Liebe zu sprechen ist schwer, über Liebe zu singen ist einfacher. Wenn wir sehen, wie viele Liebeslieder es gibt, dann sieht man daran ja auch, was das für ein bedeutendes Thema ist und wie viel es uns allen gibt. Was ist denn, wenn wir das nicht haben, wenn wir mal umgekehrt denken? Was ist mit Menschen, die keine Liebe empfangen? Ich glaube, wir vereinsamen und wir behaupten uns dann sehr schwer. Ich habe mich mal gefragt, was eigentlich hinter der Liebe steckt, was die Metaphysik der Liebe ist. Und ich habe gefunden bei Rainer Maria Rilke, dem Dichter, der sagt einmal, Liebe bedeutet, dass zwei Einsame sich beschützen und miteinander reden und sich berühren. Das ist es, genau das. Diese ganz tiefe Freude, du bist da, du bist der Mittelpunkt meines Universums und ich bin der Mittelpunkt deines Universums. Das ist deine Magie, das ist dein Wunder, das ist göttlich. Ja. Berühren ist überhaupt das Wichtigste. Ja. Ja. So ist. Würde ich zustimmen. Ja. Sehr großer Mann, der Herr Rilke. Herr Sussmann. Nun reden wir heute darüber, was uns die Liebe gibt, aber auch darüber, was es bedeutet, von einer großen Liebe lassen zu müssen, Frau Stecher. Sie haben Ihren Partner Roland verloren, viel zu früh, ganz plötzlich. Aber beschreiben Sie erstmal, wie war Roland denn? Wie würden Sie ihn beschreiben? Ja, wie war Roland? Roland war da, also egal wo er war einfach da. Er war rein körperlich sehr groß, also fast 2 Meter groß, und hatte daher schon, war einfach auffällig. Mhm. Er war witzig, also fand ich zumindest. Mhm. Ich konnte über ihn lachen und mit ihm lachen. Er war sehr intelligent. Er konnte sich gut artikulieren, mhm, und ich hatte so das Gefühl, egal wo ich ihn mitnehme, ja, er ist einfach da. Also ich muss mich nicht um ihn kümmern, wenn ich ihn auf irgendein Familienfest mitnehme, sondern ich kann ihn da ins Getümmel werfen und ja, der kommt klar. Der ist auch für Sie da? Auch, aber ja, das war dann irgendwie das... Das gehörte alles, ja, so das zusammen. War so. Es gibt ja Paare, die sind einander sehr ähnlich und andere sind eher gegensätzlich. Was ist bei Ihnen der Fall? Also ich glaube, wir waren schon eher sehr gegensätzlich. Also er war 10 Jahre älter als ich. Polizist übrigens auch. Ja. Ja. Er war vom Kleidungsstil, würde ich jetzt sagen, also ich bin ja schon eher kunterbunt, tätowiert, gepierst. Und er war eher so ein bisschen der Waldschrat, hat jetzt da nicht so drauf geachtet, hatte vielleicht auch hier und da mal ein Löchle im T-Shirt. Ja, ich glaube, wir waren optisch schon sehr unterschiedlich. Mhm. Konnte er Ihnen denn zeigen und hat das vielleicht auch immer mal gesagt, dass er Sie liebt? Der konnte mir das zeigen und er hat es auch gesagt. Also er hat gesagt, dass er mich liebt und auch, dass er mich schätzt und was er an mir schätzt. Und das finde ich schon, also das hat mir natürlich auch gefallen, wenn man wirklich bewusst sagt, ich mag, wie du lachst oder ich mag, wie du erzählst. Ich finde das toll. Ja, das hat er gemacht. Sagen Sie das Ihrer Frau auch immer mal? Täglich. Täglich. Sehr gut. Und zwar mehrmals. Ist nicht gelogen. Weil wir machen keine PR jetzt. Ja. Ist nicht gelogen. Ja. Ich zeige es gerne, ja. Sind Sie da auch so aktiv? Ja. Ja. Und ich frage auch, manchmal frage ich, was Monika an mir mag. Und dann kommt immer die gleiche wunderschöne Antwort. Sie mag mich. Sie mag mich als Persönlichkeit. Und das ist einfach die tollste Antwort. Manchmal würde ich auch gerne ein paar Details noch mal hören. Weiß ich auch. Ja. Wie wichtig ist das, dass wir es uns zeigen, aber auch immer mal sagen? Wir brauchen Resonanz. Wir brauchen Wertschätzung. Wir wollen gewertet werden. Das ist was ganz, ganz Kostbares. Wenn wir das nicht haben, dann bleibt alles stumm. Wundervoll. Wir können es gar nicht oft genug sagen. Auch Liebesbriefe uns schreiben, solche Dinge. Mhm. Als Badener würde ich sagen, es kostet nichts. So ist es einfach. Ja. Ihr Partner Roland hat ja 2 Kinder mit in Ihre Beziehung gebracht. Ich glaube, Ihr Sohn war 7, als Sie sich kennengelernt haben. Haben Sie denn auch mit ihm schon, Sie haben ja gesagt, Sie leben im Hier und Jetzt mit Ihrer Frau. Haben Sie auch manchmal so in die Zukunft schon geschaut, überlegt, ach, was machen wir denn, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind? Ja, natürlich. Ja? Also das war so unser Ding, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann fahren wir mit dem Wohnmobil nach Italien, ohne Ziel, essen jeden Tag Pizza, trinken Rotwein. Das war schon so, ja. Ja. Haben wir oft drüber gesprochen. Und also Sie wollten auch zusammen alt werden? Ja, das war eigentlich schon der Plan, ja. Mhm. In welcher Situation haben Sie dann erfahren, dass Roland was passiert ist? Ich war zu Hause und habe irgendwie die Wäsche abgehängt. Also so ganz profane Alltagssituation. Und hatte dann von seiner Ex-Frau eine Nachricht auf der Mailbox. Hab die dann abgehört und sie war dann ganz aufgelöst und hat mir mitgeteilt, dass er zusammengebrochen ist. Und der Notarzt ist da, sieht aber nicht gut aus. Ich habe dann zurückgerufen und dann war er aber schon verstorben. Also es war quasi von jetzt auf gleich.
Und was haben Sie dann gemacht? Sind Sie dann dahin gefahren oder waren Sie konnten Sie überhaupt was Also erst habe ich bei meiner Chefin angerufen und habe gesagt, ich komme morgen mal nicht arbeiten. Hm. Das war so das Erste. Dann habe ich bei meinem Ex-Partner angerufen, hol das Kind vom Fußballtraining ab, weil eigentlich hatte ich Fahrdienst. Hm. Und dann habe ich meine Schwägerin angerufen, fahr mich da hoch. Weil also so schlau war ich in dem Moment, mich nicht selber hinters Steuer zu setzen. Was war denn passiert? Also was hatte Roland denn gemacht? Oder was? Also er hat seine Kinder besucht, das hat er regelmäßig gemacht, ist aus dem Auto gestiegen, hat sich an die Brust gefasst, hat gesagt, boah, ich habe Schmerzen wie ein Viech und ist dann sofort, also wie ein Stein zusammengebrochen. Ich denke, er war sofort tot, er hatte auch relativ schwere Kopfverletzungen. Er wurde reanimiert oder der Versuch war da, ihn zu reanimieren von seiner Ex-Frau, von Passanten. Der Notarzt war auch sehr, sehr schnell vor Ort, also unter 10 Minuten, aber es war einfach, es war vorbei. Ich meine, und Sie haben gesagt, als Sie angerufen haben, da haben Sie schon die Nachricht bekommen, er lebt nicht mehr. Also so ein Anruf mit dieser Endgültigkeit, ich glaube, das wollen wir alle nie erfahren. Konnten Sie überhaupt noch irgendwie klar denken oder war das nur noch Schock? Wie würden Sie das beschreiben? Also erst habe ich gedacht, scheiße, und dann... Ich glaube, ich habe funktioniert. Also allein die Tatsache, dass ich da so verschiedene Stationen durchtelefoniere. Ich habe auch so ein Fiepen auf dem Ohr gehabt und ich war total fokussiert. Also mir war zum Beispiel auch klar, ich will ihn da oben sehen. Ich hatte so Angst, dass der abtransportiert ist, bis ich da oben ankomme. Mir war zum Beispiel auch sofort klar, ich will ihn anziehen, ich will ihn fertig machen für den Sarg. Das hat alles, also es war wie so ein Programm, das abläuft. Und Sie waren dann auch bei ihm? Ja, ja. Haben Sie sich auch von ihm verabschiedet? Wir sind dann hochgefahren durch den Berufsverkehr. Es war irgendwie so 17, 18 Uhr abends. Er lag dann da auch noch und es waren ganz arg viele Menschen da, also Freunde, Familie. Es war schön, wenn man das so sagen kann. Also in der Situation, es war irgendwie würdig. Und ja, also ich habe ihn dann auch, glaube ich, 3 oder 4 Tage später im Bestattungshaus anziehen dürfen und habe mich da dann auch verabschiedet. Also Sie hatten Zeit? Ja, ich hatte Zeit. Mhm. Und ich meine, da waren Sie ja noch, wie Sie sagen, Sie haben funktioniert, aber Sie hatten auch schon Momente der Ruhe. Irgendwann sind ja die Dinge, die wir tun, dann auch vorbei. Wie war das dann in den Tagen, in den Wochen danach? Konnten Sie noch was machen oder waren Sie erstmal handlungsfähig? Also ich hatte eigentlich keine Momente der Ruhe, weil ich mir das so organisiert habe, dass ich ständig irgendjemanden zum Telefonieren habe. Zum Telefonieren, zum Spazierengehen, zum Schreiben, das war mir ganz arg wichtig. Also ich habe mich wirklich gefreut, wenn ich dann auf mein Handy geschaut habe und hatte irgendwie 7 Anrufe in Abwesenheit und habe die dann wirklich nacheinander stundenlang abgearbeitet bis nachts um 2. Also das war für mich ganz arg wichtig, dass ich eben keine Ruhe habe, sondern dass ich alles rauslassen kann, rauslaufen kann, rausreden kann. Und wie war das dann danach? Ich meine, Sie haben ja diese Dinge auch mit Ihrem, oder viele Dinge, die Ihnen durch den Kopf gegangen sind, die Sie beschäftigt haben, ja immer mit Roland besprochen. Mhm. Jetzt war er nicht mehr da, aber dieses Bedürfnis, mit ihm zu sprechen, konnten Sie das so abstellen oder haben Sie dann... Es war lang da. Also ich hatte auch oft so das Bedürfnis, ich muss ihm das erzählen, was ich gerade erlebe. Ja. Also das Gespräch beim Bestatter zum Beispiel oder. Und das war immer so ein kurzer Impuls, ich muss ihm das schreiben. Und dann kam aber eben die Erkenntnis, nee, es bringt nichts. Weil er wird es nicht lesen. Und dann habe ich angefangen, auf Instagram zu schreiben, Briefe an ihn zu schreiben, wohl wissend, dass er es vermutlich nicht lesen wird. Ich weiß es nicht, ob er es irgendwie mitkriegt. Also bisher, ja, denk nicht. Mhm. Aber da habe ich dann eben Resonanz erfahren und das hat mir sehr, sehr gut getan und tut es mir bis heute noch. Ich meine, wir reden ja auch darüber, wie man dann mit Menschen, von denen wir lassen müssen, wie wir mit dieser Trauer umgehen. Und viele, die das erlebt haben, ich erinnere mich auch, als es mit meinen Eltern war, in meinem Elternhaus, dann gibt es so viele kleine Gegenstände, ne? Entweder die ihn gehört haben oder die an sie erinnert haben, ja, ein ausgefülltes Kreuzworträtsel oder halb ausgefüllt, diese Dinge. Wie sind Sie mit diesen Gegenständen umgegangen? Es kommt auf den Gegenstand an. Also ich habe relativ lang gebraucht, bis ich zum Beispiel seine Zahnbürste im Bad wegwerfen konnte. Die stand da schon 2, 3 Monate. Andere Sachen wie seine gestrickten, halb verfilzten Wollsocken, die habe ich einfach entsorgt, weil also, ja, da hängt jetzt mein Herz nicht so dolle dran. Mhm. Es gibt auch noch Gegenstände, die ich auch noch habe, die ich auch noch nutze und die ich vermutlich auch nie wegwerfen werde, weil sie einfach noch gut sind. Ist es richtig, dass Sie aus seinen Hemden Kissen gemacht haben? Genau, also ich hatte, wir haben ja nicht zusammen gelebt, aber er war eben oft bei mir und hatte dann eben auch so ein Teil vom Kleiderschrank für sich okkupiert, sag ich mal. Und da hingen Hemden und T-Shirts und was soll ich damit? Und dann habe ich Erinnerungskissen genäht für seine Kinder, für seine Schwester, für seine Eltern und für mich.
Ist es gut? Wundervoll. Solche Gegenstände zu haben? Ganz großartig. Das sind sozusagen Reliquien, das sind Erinnerungen. Und der tote Partner bleibt dabei. Das war ja ein schlimmer Tod. Wenn wir mit 80 einen Partner verlieren, ist es auch schlimm. Aber es ist, das Leben hat sich vollendet. Aber das war ein schlimmer Tod. Sehe ich das eigentlich richtig? Dass hier auf der einen Seite, dass da noch ein Schmerz da ist und auf der anderen Seite auch Lebensfreude? Der Schmerz ist schon da und ich denke, der wird auch immer da sein, ja. Aber die Lebensfreude überwiegt und das finde ich auch wichtig. Ja. Also das war mir auch relativ schnell klar, ich möchte wieder an den Punkt kommen. Für mich, ich möchte das einfach. Ich möchte nicht in Trauer versinken und irgendwann vor die Hunde gehen, sondern ich möchte ein gutes Leben führen und ich habe auch das Recht dazu. Und ich werde alles dafür tun, dass mir das gelingt. Und ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg. Das ist eine gute Botschaft. Ist es richtig, dass Roland auch Platz auf Ihrer Haut gefunden hat? Ja, Roland hat schon mehrfach Platz auf meiner Haut gefunden. Also das sind einmal die bunten die Socken. Da gibt's, ja, und hier auch, also ich sehe. Ja, genau. Es ist so, Roland war ja Polizist und in seinem Kleiderschrank waren ungefähr 70.000 Paare schwarzer Uniformsocken. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich die gewaschen habe und danach zusammenlegen wollte, habe ich die Krise gekriegt, weil einfach kein Paar zusammenzufügen war unmöglich. Und dann habe ich ihm irgendwann mal so aus Jux bunte Socken gekauft und er hat die dann getragen und hat dann sogar Zuspruch bekommen. Also das war dann so ein bisschen sein Style. Und es war dann auch ganz klar, dass Roland mit bunten Socken beerdigt werden wird. Und ich habe ihm dann die Waldsocken angezogen für in den Sarg. Also Roland war auch Jäger und einfach ein Waldmensch. Und ich habe bei der Trauerfeier Regenbogensocken getragen. Der Regenbogen auch als Hoffnungssymbol. Der Regenbogen ist bunt. Der Regenbogen ist wunderschön. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich generell auf Tätowierungen stehe und es einfach toll finde, ich verewige das da. Und das zweite Tattoo ist hier, das sind unsere Schorlegläser. Wir haben ganz gerne mal ein Weinchen getrunken. Roland immer aus dem Stielglas und ich aus dem Opa Schorlegläsle. Und sonntags, wenn wir nichts anderes zu tun haben, dann haben wir eine Schorle-Tour gemacht und haben so unsere ganzen Freunde abgeklappert und haben da ein Schorle geschnurrt. Ja, und das ist jetzt eben mein Schorle-Tattoo. Wunderschön. Wunderschön. Würden Sie sagen, es hat Ihnen auch gut getan, in der Trauer genau solche persönlichen Wege zu suchen und das nicht irgendwo zu verdrängen oder gar nicht mehr an ihn denken zu wollen? Ja, natürlich, weil also gar nicht mehr an ihn denken, zu denken, das ist unmöglich. Und ich habe das jetzt, denke ich mal, in meinem Herz und in meinem Kopf so verarbeitet. Da ist immer ein Rolandplatz, der wird auch immer da sein. Das ist aber auch okay. Aber es ist eben trotzdem der Blick nach vorne möglich und auch noch Platz für jemand anderes, der da kommt. Mhm. Herr Kraus, Sie und Ihre Frau haben Ihre Tochter Gabi verloren. Auch viel zu früh. Und nicht so plötzlich wie Sie Ihren Mann, sondern nach schwerer Krankheit. Elendlang Krebs, ja. Jetzt haben wir Sie ja gerade als sehr auch lebensbejahenden Menschen kennengelernt. Hat Ihnen das geholfen in diesen schweren Momenten in irgendeiner Form? Oder hat Sie das einfach... Es hat uns mehr zusammengeschweißt, das auf alle Fälle. Aber wir haben auch so gehandelt, wie Sie jetzt eben sagten. Wir haben auch gesagt, okay, man kann nicht bis zur Ewigkeit trauern. Also das Leben geht weiter. Ja. Und das waren auch die Worte von der Gabi, dass sie gesagt hat, aber es war insofern schlimm. Was ich so schlimm fand, ist, dass man alles tut für den Menschen, alle Wünsche erfüllt und weiß eigentlich, es bringt alles nichts mehr. Die Ärzte sagen, es bringt nichts und du lügst eigentlich. Und das ist schon so wahnsinnig schlimm. Gerade als Eltern will man helfen und ist aber ohnmächtig im Grunde. Du willst helfen und tust es auch und sagst, und das wird. Aber weißt, es hat keinen Sinn. Und das ist eine fürchterliche Situation. Und das ging doch 1,5 Jahre. Mhm. Sie haben auch hier im Nachtcafé schon über den Verlust gesprochen, Ihrer großen Liebe vor 2 Jahren. Da war etwas leichter. Ines, das sage ich auch an Ihre Adresse. Sie war 80 geworden, ihr Lebenswerk war vollendet. Sie hatte Angst vor Siechtum, weil sie neurologische Ausfälle hatte und hat dann einer
Gehirnblutung ist sie innerhalb von 3 Tagen gestorben, ganz sanft, ohne irgendetwas mitzukriegen. Und wenn ich ihren Tod von ihr aus denke, meinen Egoismus mal auf die Seite lasse, denke ich, das war ein guter, ein sanfter Tod. Und jetzt ist sie sehr in meinem Herzen drin. Mhm. War wichtig, ja. Ist es richtig, dass Sie ans Grab Ihrer Frau gehen und immer mal mit ihr reden? Immer. So 2-mal in der Woche und habe einen schönen Findling aus der Ostsee. Sie hat die Ostsee geliebt, habe ich dort gesetzt. Mhm. Und dann erzähle ich ihr auch alle Kleinigkeiten. Sie hört gar nicht mehr auf. Und am Schluss sage ich, auf Wiedersehen, ich muss jetzt gehen. Ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt. Das ist immer so mein Gefühl. Aber es tut sehr gut. Und da kann ich auch weinen. Auch das Weinen ist wichtig. Ich bin genau der gleichen Meinung. Hier ist der Schmerz. Wenn der nicht mehr da ist, haben wir den anderen wirklich verloren. Und hier ist die Lebensfreude. Und meine Frau hat mir einen wichtigen Auftrag gegeben zu Lebenszeiten. A, wollte sie vor mir sterben. Und B, hat sie gesagt, ich will, dass du ein fröhlicher Mann bleibst. Und das ist mir auch wichtig. Das ist auch das, was ich bei Ihnen so schätze. Den Optimismus, die Lebensfreude. Sie beschenken die Menschen mit diesem Optimismus, mit Tanz und mit Musik. Ganz grandios. Ganz grandios. Das ist das Schöne in meinem Büro. Ja, ja. Jetzt gibt es, weil Sie so sagen, der Schmerz, der kann ruhig da sein, ja, und gleichzeitig die Lebensfreude. Ja. Es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, du musst loslassen vom Partner, um dann frei zu werden fürs Leben und für die Liebe. Ist da jetzt was dran oder ist dieses Loslassen? Nein, nee. Also loslassen, wenn es manisch wird, wenn es sozusagen pathologisch wird, dass jemand nur noch in der Trauer bleibt. Das haben Sie auch gerade gesagt, Ines. Mhm. Aber selbstverständlich bleibt der andere in mir. Und meine Ilse ist sehr fröhlich und lebendig ist die in mir. Und sollte sie auf Wolke 7 sitzen, ich habe da auch meine Skepsis, Entschuldigung an die Theologen, dann kriegt sie doch noch was mit. Und es ist mir wichtig, dass sie sagt, der Matthias macht Bella Figura. Der jammert nicht, der säuft nicht und der geht einen ordentlichen Weg, übt seinen Beruf noch aus, wo ich auch dankbar bin, dass wir alten Gesellen noch so ein Tempo drauf haben und was tun können, ist doch wundervoll. Sie sind doch alt. Danke. Jetzt haben Sie ja auch schon angedeutet, Frau Stecher, Sie möchten nach vorne gehen. Sie möchten auch offen sein, auch für Beziehungen. Was ist denn jetzt, wie lange ist es her, dass Roland verstorben ist? 14 Monate. 14 Monate. Oh, wenn Sie jetzt auf diese 14 Monate zurückschauen, ist diese Liebe noch da? Hat sie sich verändert? Wie würden Sie das selbst beschreiben? Es ist schwierig zu beschreiben, weil der Verstand sagt natürlich, der Mensch ist weg, der Körper ist weg. Mhm. Ich denke, das verändert vielleicht auch die Liebe, weil ich ja weiß, ich muss nach vorne schauen und ich möchte nach vorne schauen. Aber die Liebe, oder andersrum, wenn jetzt ein Partner sagt, ich trenne mich von dir, weil ich mag dich nicht mehr, ich habe eine andere, ciao, dann kann ich irgendwann, habe ich die Möglichkeit, den blöd zu finden, ich kann den per WhatsApp beschimpfen, ich kann den wegen mir auch hassen. Die Möglichkeit habe ich nicht, weil Roland wollte nicht gehen und ich wollte nicht, dass er geht. Und ich denke, die Liebe oder die positiven Gefühle, die ich für ihn habe, die werden immer da sein und die dürfen auch immer da sein. Aber klar verändern die sich auch, weil, wie gesagt, das Körperliche fehlt einfach. Ich glaube, dass viele Menschen nach Wegen suchen, mit dem Verlust von geliebten Menschen umzugehen. Ja. Sie wollen noch was loswerden. Ich wollte noch was sagen. Ja. Es mag paradox klingen, aber der Tod ist im Zweifelsfall leichter als eine Trennung und Scheidung, weil keine Bösartigkeit da ist. Genau das, was Sie gesagt haben. Es bleibt was ganz Warmes, bleibt im Herzen. Auf jeden Fall. So. Vielen Dank, dass Sie so offen über Ihre Art, ich glaube, es gibt kein Rezept zu trauern, über Ihre Art zu trauern geredet haben. Danke, Frau Stecher. Kommen wir zu unserem ersten Paar heute in der Runde, Frau Schmelter und Frau Kortenbusch. Sie sitzen hier als Ehepaar. Und das ist nicht selbstverständlich, denn 35, 40 Jahre haben Sie Ihre Beziehung verheimlichen müssen. Kennengelernt haben Sie sich 1981. Das stimmt. In Münster, hatten so Zimmer, haben dort studiert, Zimmer nebeneinander, gemeinsame Küche, gemeinsames Bad. Sie waren sich auch schnell sympathisch und nach einem Dreivierteljahr ist dann der Funke übergesprungen. In welcher Situation war das? Erzählen Sie mal. Das war an einem Sonntagabend. Monika war übers Wochenende weg gewesen und sie kam zurück. Und ich war bei meinen Eltern gewesen und hatte erfahren, dass meine Eltern ihren Bauernhof jetzt endgültig verkaufen werden. Und das war eine lange Tradition und so weiter. Und ich war
es war schon einschneidend für mich. Und ich war irgendwie betrübt und traurig. Und Monika kam zurück und wir saßen auf ihrem Bett im kleinen Studentenzimmerchen. Mhm. Und sie hat mich einmal ein bisschen getröstet. Und aus dieser tröstenden Berührung wurde auf einmal noch ein anderes Gefühl. Also da habe ich noch ein anderes Gefühl auf einmal bekommen, was mehr über dieses Freundschaftliche hinausging. Also da ist auch Körperkontakt entstanden. Und, genau. Und, ja, genau. Also vielleicht ist noch wichtig zu sagen, wir kannten uns ja da ein Dreivierteljahr. Ich war damals im Kloster, ich gehörte zu einer Ordensgemeinschaft. Und wir haben uns in dem Dreivierteljahr sehr angefreundet. Das war eine sehr langsame Aufeinanderzubewegung. Wir haben gemeinsam gefrühstückt, wir haben gemeinsam gekocht. Wir haben uns unser Leben erzählt. Unsere Lebenswege waren bis dahin sehr unterschiedlich. Es gab viel zu erzählen. Es war interessant. Es war schon für mich auch so eine Herzensfreundschaft. Das heißt, als es dann vielleicht in sowas wie eine Liebesnacht übergegangen ist, da waren Sie sich schon vertraut. Ja, genau. Wir waren uns schon vertraut, ja. Und das war, glaube ich, sehr wichtig und entscheidend auch. Das glaube ich auch. Ich hätte mich vielleicht, Monika ist meine erste Liebe. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre. Aber ich glaube, ich hätte mich vielleicht auch gar nicht einlassen können, wenn diese Nähe nicht schon da gewesen wäre. Hatten Sie, Monika, denn schon Erfahrung, auch sowas erlebt mit einer anderen Frau? Punktuell. Mhm. Ich habe mal mit einer Mitnovizin ein stürmisches Küssen, sage ich mal, erlebt. Und das blieb aber im Kloster nicht ohne Folge. Mhm. Also wir wurden dann auch reglementiert und wir sollten einen Abstand einhalten. Und und irgendwie wusste ich aber, eigentlich zieht es mich mehr zu Frauen hin. Jetzt stelle ich mir aber vor, Sie sind beide ja katholisch erzogen worden. Ja, sind auch tief in diesem katholischen Glauben verwurzelt. Sie, Frau Schmelter, sind ja auch eine junge Ordensschwester geworden. Ich studierte Theologie. Sie studierten auch Theologie, Sie beide studierten Theologie. Wie sehr hat das denn Ihr Leben durcheinander gewirbelt, plötzlich diese Liebesnacht zu erleben? Ja. Also ich war total hin und her gerissen. Ja. Auf der einen Seite war das ein Feuerwerk an Gefühlen und war eben unglaublich schön und bereichernd. Mhm. Und ja, und dann war in mir eine unglaubliche Zerrissenheit. Ich war die erste Zeit, ich weiß gar nicht wie lange, ob Wochen oder, war ich so zerrissen, dass ich manchmal nachts durch Münster gelaufen bin, völlig verzweifelt war, weil die katholische Kirche ja propagiert, Homosexualität ist krank, ist eine schlimme Abirrung, ist in Sünde leben. Und das kam natürlich alles hoch. Ja, hoch, wenn ich nicht gerade sozusagen in den Armen von Marie lag. Mhm. Also das war, das war eine unglaubliche Zerrissenheit. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben erst mal nicht mal mit jemandem geredet. Sie haben dann nach einem Jahr, glaube ich, mit der Oberin des Ordens geredet. Hatten Sie Angst vor, und ihr dann auch erzählt, dass Sie sich in eine Frau verliebt haben? Hatten Sie Angst vor dem Gespräch? Ja, natürlich. Ich hatte große Angst, weil ich wusste ja nicht, werde ich morgen mit dem Koffer auf die Straße gesetzt. Mhm. Also das war zwar nicht so sehr meine Vermutung, aber ich habe das Gespräch lange auch vor mir hergeschoben. Und dann habe ich aber was sehr Positives erlebt, weil diese Oberin sagte, ja, das ist doch wunderbar. Genieß es doch. Nein. So, ich hatte natürlich alles erwartet, aber das nicht. Ja. Ja. Und dann hat sie gesagt, lebe es jetzt erstmal und natürlich musst du dich irgendwann entscheiden, ob du eine Partnerschaft leben willst oder ob du eben ein Ordensleben leben willst. Sie haben dann ja auch eine Entscheidung getroffen, sind aus dem Orden ausgetreten. Nun war da aber nicht gleich der Weg frei für Sie als Paar. Es begann dann so eine relativ wilde Findungsphase. Sie haben sich auch teilweise aus den Augen verloren, aber nie aus dem Herzen. Nee, gar nicht. Irgendwann gar nicht. Haben Sie dann nach einigen Jahren auch wieder sich angenähert, sind zusammengezogen. War in der Zeit dann klar, ja, wir planen eine Zukunft zusammen?
Also, das war ja lange sehr unsicher, wie Sie schon gesagt haben. Aber dann, als wir dann uns entschieden haben, ging es ziemlich schnell. Und dann hatten wir auch den Wunsch, ein Fest zu machen. Dieses Fest nannten wir immer unsere Hochzeit in Anführungsstrichen. Ja. Und wir hatten, und weil wir ja beide auch sehr in unserem Glauben standen und stehen, war es uns auch wichtig, dass es so eine Segnungsfeier ist, eine spirituelle Feier. Und wir waren befreundet mit Menschen in den Niederlanden. Das war eine sehr, ich sag mal, progressive christliche Hausgemeinschaft. Mhm. Und zu der gehörte unter anderem auch ein Jesuitenpater. Und es war klar, wenn wir so etwas machen, dann kennen wir keinen anderen Ort als da in den Niederlanden. Also es war sowas wie eine informelle Hochzeit schon für Sie, aber mit religiösem... Also das war, ja, es war, also ich würde mal sagen, es war unsere kirchliche Trauung. Versteht sich inoffiziell natürlich, ne? Waren denn alle Ihre Lieben, alle Familien, alle wichtigen Menschen aus dem Umfeld da, um das mit Ihnen zu feiern? Also an dem Fest haben sich schon etwas die Geister geschieden. Mhm. Es gab etliche Absagen aus unterschiedlichsten Gründen. Zum Beispiel meine Geschwister waren beide nicht da. Meine Familie war auch nicht komplett. Genau, es haben auch wichtige Freundinnen abgesagt. Manche auch offen, also so eine Feier könnten sie eben nicht mittragen. Und ich habe noch was Besonderes Verletzendes erlebt. Also wir waren beide mit einer weiteren Ordensfrau befreundet, die auch gekommen ist zu dem Fest, aber doch auch Schwierigkeiten damit hatte. Und sie hat nach der Feier, hat sie gesagt, sie habe noch nie so viele verkrachte Existenzen auf einem Haufen gesehen. Das hat mich unglaublich verletzt. Ich wusste auch gar nicht, was treibt sie da um. Mhm. Und dann wurde es aber noch schlimmer. 3 Wochen nach diesem Fest starb dieser Jesuitenpater, Ernst, mit dem wir so befreundet waren, ganz plötzlich. Und dann hat sie das als ein Zeichen des Himmels gesehen. Oh. Und das war schon für mich, also da führt es natürlich auch zur Entfremdung und zum Bruch. Und was für mich noch schlimm war, also ich war ja zu dem Zeitpunkt dann schon als Lehrerin an einer katholischen Schule. Und diese Schwester hatte zu den Schwestern an meiner Schule, auch stand sie in enger Verbindung. Und sie hat dann auch so eine Andeutung gemacht, ich weiß auch nicht, ob du so an dieser Schule bleiben kannst. Und ich wusste, sie ist eigentlich fair und sie wird das jetzt nicht alles da weitererzählen. Aber ich hatte trotzdem unglaubliche Angst. Ich war verletzt, ich war verwundet, ich war verunsichert. Und ich habe dann wirklich auch irgendwie Angst gehabt. Was kann das auch mit einer Beziehung machen, wenn sowas kommt, wenn von draußen die Bestätigung nicht da ist, wenn auch das mit Angst verbunden ist? Es kann im Grunde beides ausrichten. Also entweder, dass es zusammenschweißt, wie in Ihrem Fall. Und es kann natürlich auch eine Beziehung zerstören. Weil eine Beziehung braucht ein Umfeld, die braucht Wohlwollen. Deswegen sind ja auch Hochzeiten so außerordentlich wichtig. Sie haben das beschrieben, was das ausgelöst hat. Sie waren Lehrerin an einer katholischen Schule und auch noch Religionslehrerin. Sie haben ja auch bei der Caritas dann weitergearbeitet. Wie sehr mussten Sie danach, damit wir uns das vorstellen können, wie sehr ist die Angst geblieben? Wie sehr mussten Sie Ihre Beziehung verstecken? Also man musste immer aufpassen. Ich konnte mir nie sicher sein, dass wenn meine Beziehung offen würde, dass ich meine Arbeitsstelle behalten würde. Ist es richtig, dass Sie sogar extra weit entfernt gewohnt haben? Ach. Hat das bedeutet, wie weit weg? Also ich habe so gut 40 Kilometer, 42, 43 Kilometer entfernt gewohnt. Und ich 66. Bedeutet das auch kein Händchen halten? Ja, klar. Kein falsches Wort? Also bei meiner letzten Stelle war es eben so, dass irgendwann durchgesickert war, dass mein Chef eben wusste, Frau Schmelter lebt in einer Beziehung mit einer Frau. Und er hat dann gesagt, das muss ich prüfen. Also ich muss prüfen, ob ein öffentliches Ärgernis vorliegt. Und das ist ja schon ein bisschen abstrus. Also warum ist es ein öffentliches Ärgernis, wenn eine Frau liebt oder ein Mensch einen Menschen liebt? Aber ich wurde dann eben zu einem Gespräch geladen. Es war auch noch ein Rechtsanwalt mit anwesend des Verbandes. Und ich wusste nicht, wie ich aus dem Gespräch rausgehe.
bekomme ich da meine Papiere? Also man hat ja auch schon mal andere Dinge gehört, dass eben ein Auflösungsvertrag da lag oder... Dass sie einfach den Job verlieren. Und ja, natürlich. Es gab ja auch Kirchenrechtler, die ihnen geraten haben, nicht sich dazu zu bekennen. Genau, das war später noch. Hm. Und in diesem Prüfungsgespräch kam aber raus, wir sind zufrieden mit Ihnen. Was hieß, wenn wir nicht mit Ihnen zufrieden sind, dann haben wir natürlich auch jederzeit einen Grund, auf den wir zurückkommen könnten. Das wurde nicht ausgesprochen, aber das lief bei mir im Hinterkopf eben mit. Und es wurde eben kein öffentliches Ärgernis festgestellt, aber es wurde mir mit auf den Weg gegeben, ich muss schweigen, ich darf es eben an meinem Arbeitsplatz oder in dem Ort nicht offen machen. Wenn Schülerinnen und Schüler Sie gefragt haben, sind Sie verheiratet, was haben Sie gesagt? Ja, da habe ich sehr einsilbig geantwortet und dann habe ich halt gesagt, nein. Also im Prinzip mussten Sie Ihre Liebe verleugnen, immer wieder. Ja. Ich frage mich nur, Sie haben ja Ihre Gefühle gekannt, wie aufrichtig Sie waren, wie ehrlich Sie waren. Sie haben eine inoffizielle Hochzeit gefeiert. War da auch mal der Gedanke, wenn man uns so nicht annimmt, wenn wir hier nicht die sein dürfen, die wir sind, dann gehen wir eben? Nee, also wenn ich jetzt dieses Religionslehrerin sein und diesen Beruf hätte aufgeben müssen, das wäre ja so gewesen, das hätte meinen Lebensfluss auch unterbrochen. Und zwar, das war auch was sehr Wertvolles, so wie Monika das schon mit dem Kloster sagte. Ich habe das ehrlich gesagt nicht so empfunden, nee. Ich hab überhaupt nicht daran gedacht. Vielleicht ist das nicht so leicht nachvollziehbar, aber ich war... Ja, weil die Kirche, die war uns schon auch Heimat. Ja. Also wir haben ja persönliche Beziehungen zu fabelhaften Priestern gehabt, die uns auch unterstützt haben, die auch von ihrer eigenen Homosexualität gesprochen haben. Und das... Also es gibt ja die Institution praktisch Kirche und da ist es ja irgendwie kaum nachvollziehbar, dass zölibatär lebende ältere Herren vorgeben, was Gott gewollt ist und was nicht Gott gewollt ist. Und während ich aber meine Arbeit gemacht habe, war es eben auch so, dass ich dachte, du musst jetzt durchhalten, bis du irgendwie das Rentenalter erreicht hast. Weil was wollen Sie denn als römisch-katholische Theologin irgendwie sonst machen? Das, worüber wir reden, muss man aber sagen, hat sich ja nicht nur irgendwann in den 80ern, 90ern hat das stattgefunden, sondern das ging weiter in den letzten 20, 30 Jahren. Und im Jahr 2020 haben Sie dann standesamtlich geheiratet. Und selbst da hatten Sie noch Sorgen um Ihre Pension, weil es die sogenannten Loyalitätsverpflichtungen gegenüber der römisch-katholischen Kirche gibt. Zu denen gehört auch die sogenannte Lebensführung. Was hat das für Ihre Hochzeit bedeutet? Wir sehen Sie da alleine sitzen. Was hat das bedeutet? Wie offen konnten Sie diese Hochzeit feiern? Ja, gar nicht, ne? Ich hatte gehört, dass eben auch die Loyalitätspflicht über die aktive Dienstzeit hinaus gilt. Und ich war, wie soll ich sagen, also das war mir einfach alles zu unsicher. Und ja, so war das. Irgendwann haben Sie dann erfahren, dass Ihre Pension gesichert ist. Wie frei haben Sie sich dann gefühlt? Ja, ich war da enorm erleichtert. Endlich war unsere Beziehung offiziell und dann eben auch das sagen zu können. Wir mussten das ja auch erst ein bisschen üben, also von meiner Frau zu sprechen und so weiter. Also ja, das hat mich, es hat mich sehr befreit und ich bin sehr dankbar und sehr glücklich darüber, ja. Toll, toll. Sie haben dieser Freiheit dann auch Ausdruck verliehen. Sie haben bei einer ARD-Dokumentation mitgemacht, wie Gott uns schuf und da haben Sie sich mit mehr oder mit 100 weiteren queeren Menschen vor Millionen zu ihrer Beziehung bekannt. Man muss auch dazu sagen, im November letzten Jahres hat die Deutsche Bischofskonferenz nun eine grundlegende Reform beschlossen. Da heißt es, künftig soll damit der Kernbereich privater Lebensgestaltung, insbesondere Beziehungsleben und Intimsphäre, rechtlichen Bewertungen entzogen werden. Und für eine zweite Ehe oder eine gleichgeschlechtliche Beziehung droht auch für katholische Beschäftigte nicht mehr die Kündigung. Denken Sie sich da auch, das hätte mal ein paar Jahrzehnte früher passieren können? Ja, natürlich.
Aber gleichzeitig sind wir auch sehr froh, dass wir daran mitwirken konnten. Diese Bewegung Out in Church hat sicherlich zu einer Dynamik beigetragen, dass das jetzt auch alles schneller ging. Mhm. Darüber sind wir natürlich auch sehr froh. Natürlich ist das traurig, dass das erst jetzt kam. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nicht mal erwartet, dass es jetzt kommt. Und von daher bin ich eher so, das Glas ist auf jeden Fall halb voll. Ne? Mhm. Danke an das Ehepaar Monika Schmelter und Marie Kortenbusch. Dankeschön. Mhm. Es gibt ja Beziehungen, die sind wunderbar und die bleiben wunderbar, ja. So wie bei Ihnen. Aber es gibt auch Beziehungen, die entwickeln sich zu einer Katastrophe. Sie, Frau Asghari, haben Ihre vermeintlich große Liebe verlassen, nachdem Sie über viele Jahre Gewalt erfahren haben. Aber auch bei Ihnen, nur damit wir das auch wirklich begreifen, wie es dahin ging. Wie haben Sie Ihren heutigen Ex-Mann kennengelernt? Das war eigentlich ein... Zum ersten Mal gesehen habe ich ihn in der Stadtverwaltung im Büro. Da musste er was besorgen und ich auch. Mhm. Ab da hat er mich dann immer gegrüßt, wenn wir uns irgendwo gesehen haben. Aber wir haben uns nie unterhalten. Und dann erst so ein gutes Jahr später war ein Stadtfest. Und da kam er auf mich zu und ich habe gedacht, wow, dass der mich noch kennt. Und dann haben wir uns total nett unterhalten. Und so hat das eigentlich angefangen. Und wie war Ihr erster Eindruck so von ihm? Wie würden Sie das beschreiben? Also ich fand, der sah gut aus. Das war, hatte so eine charmante Art. Der war sehr smart, wirkte sensibel. Also zumindest hat er sich so präsentiert und wusste viel. Ja, er hat mich so irgendwie auf der ganzen Linie beeindruckt. Er schien überhaupt nicht oberflächlich zu sein. Wir konnten mit ihm ganz tolle Gespräche führen. Ja, hat er das um Sie geworben? Ja. Ja? Mhm. Also an demselben Abend wollte er dann meine Telefonnummer und ich dachte, naja, ob der sich meldet. Aber sofort am nächsten Tag, also Handys hatten wir damals noch nicht, hat er dann angerufen und wollte dann auch unbedingt sich so schnell wie möglich wieder mit mir treffen. Und ja, ich würde sagen, also von Anfang an hat er sich sehr, sehr bemüht und mich sehr hofiert, was für mich damals tatsächlich was ganz Neues war. Das war auch mein erster Freund dann überhaupt. Also es hat sich noch nie jemand so für mich interessiert. Das kam dann natürlich dazu. Ich saß dann sehr schnell auf dem Sockel, tollste Frau der Welt. Das hat mich total überwältigt. Mhm. Ja, und so kam es dann, dass wir dann ein paar Wochen später ein Paar waren. Ja. Ein Paar waren. Und hat es dann lange gedauert, dass er Ihnen einen Heiratsantrag gemacht hat? Oder? Das ging auch ganz schnell. Das ging auch ganz schnell. Also, ich muss überlegen, aber ich glaube, das war eine Woche oder 10 Tage nach dem ersten Treffen. Hat er mir einen Heiratsantrag gemacht. Und da war ich dann doch einen Moment schockiert. Mhm. Und habe dann gesagt, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. So gut kennen wir uns doch gar nicht. Und er hat dann gemeint, also er wäre sich total sicher. Mhm. Ich wäre die Frau. Und ich konnte das aber nicht so erwidern. Und das hat er mir dann so zum Vorwurf gemacht. Mhm. Eigentlich aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war schon so ein erstes Warnzeichen. Dass Sie so eine Intuition hatten? Ja, die habe ich. Ja, ich meine, damals war ich da 22 und ich war auch relativ naiv. Ich fand das so ganz toll, eben auch, wie er sich um mich bemüht hat. Und dann habe ich das. Ich hatte schon so ein bisschen ein komisches Bauchgefühl, weil es sich einfach komisch angefühlt hat, wenn man plötzlich so derartig umworben wird und nach so kurzer Zeit ein Heiratsantrag mit Kniefall und allem. Das kam mir dann komisch vor, suspekt vor, aber ich habe das damals noch mehr so in meiner Naivität so weggedrückt. Wann ist er dann oder in welcher Situation ist er dann zum ersten Mal gewalttätig geworden? Das war 3 Jahre später. Also er hat, die erste Zeit war das dann wirklich so eine Verliebtheit, eine Romantik. Ich habe wirklich gedacht, ich habe jetzt den Mann fürs Leben gefunden. Also nach, sagen wir mal, ein Jahr später oder so, war das für mich jetzt nicht mehr so ausgeschlossen, dass ich den vielleicht mal heirate. Und wir sind dann auch zusammengezogen und haben dann
in dieser neuen Wohnung. Also erst hatte er ein kleines Apartment, da bin ich mit dazu eingezogen. Und dann von da aus haben wir gemeinsam eine richtige, größere Wohnung gesucht. Mhm. Und als wir da dann eingezogen sind, da waren noch gar nicht alle Möbel da. Es war noch nicht fertig renoviert. Und da war dann der erste Vorfall. Und aus welcher Situation oder wie haben Sie das erlebt damals? Also ich war damals total geschockt, weil es so einen seltsamen Grund gab. Er hat mir vorgeworfen, ich würde zu viel Geld ausgeben für Putzmittel. Und ich kann überhaupt auch nicht mit Geld umgehen. Und das war so ein unglaublich nichtiger Grund. Und er ist komplett ausgerastet. Und hat dann auf mich eingeschlagen und hat mich aufs Bett geworfen, hat sich auf mich gesetzt und mit den Fäusten auf mir rumgetrommelt. Und ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, wie lange das ging. Da hat man überhaupt kein Zeitgefühl. Ich war in der Schockstarre, ich konnte mich nicht wehren. Ich habe mich nur gefragt, wie kann der das, wieso kann der das? Nach drei Jahren kommt plötzlich so eine Seite zum Vorschein. Naja, und plötzlich ist das nicht. Ja. Es fängt nie mit Schlägen an, das sage ich. Die Aggression war schon vorher da. Die verbale, die psychische Aggression, sagen wir mal so, die Unterdrückung oder das eben aus der Verliebtheit raus, dass er zu mir gesagt hat, wir sind doch jetzt, wir haben doch uns jetzt, wir brauchen doch sonst niemanden, du brauchst keine Freunde mehr. Ich fand es damals auch erstmal süß, dass er mich ständig bei der Arbeit abholen wollte oder mich in der Mittagspause immer treffen wollte und jede freie Minute mit mir verbringen wollte. Das habe ich damals alles unter Romantik verbucht. Aber im Grunde kam mir dabei raus, dass ich dann Freundinnen abgesagt habe und da keine Zeit und dir keine Zeit hatte. Waren Sie immer isolierter? Ich war immer isolierter, ja, genau. Und das ist halt. So fängt eigentlich die Gewalt oft an, mit so schleichenden Dingen. Das dann hat sie auf einmal diesen Ausdruck bekommen, dass er auf sie einschlägt. Ja. Und war dann auch sowas wie eine rote Linie da, dass sie dachten, Moment, das geht gar nicht mehr, jetzt muss ich weg? Oder sollte man meinen. Also ich habe auch zu den Frauen gehört, die gesagt haben, beim ersten Schlag will ich weg. Ja. Aber das ging da nicht. Also ich hatte einfach inzwischen so eine Liebe für den Menschen, und war da so drin und ich wollte an dieser Beziehung festhalten. Wir hatten jetzt gerade diese neue Wohnung bezogen und er hat dann auch, das weiß ich, ist auch der Klassiker, das ist so typisch, dass beim ersten Vorfall, dass dann die Täter sich tausendmal entschuldigen und das passiert nie wieder und ich weiß gar nicht, was über mich gekommen ist. Und er hat mir dann aber auch erklärt, dass er ja so vom Leben gebeutelt sei. Er hat ja selber so viel Schlimmes erlebt und er hätte nie gedacht, dass er so agiert. Und ich, nur ich kann ihm helfen, da wieder rauszukommen, dass ich ihm helfen könnte, gegen seine Gewaltimpulse anzugehen. Ich bin die Einzige und nur die Liebe hilft. Und haben Sie daran geglaubt? Da habe ich dran geglaubt, ja. Ich habe dann gedacht, er hat sich mir jetzt geöffnet, er hat mir das anvertraut, was er Schlimmes erlebt hatte. Ich bin jetzt noch mehr seine Verbündete und nur ich kann ihm helfen. Aus Ihrer Erfahrung, wenn man einmal zuschlägt, zweimal zuschlägt, kann sich da eine Hoffnung erfüllen, dass man durch eigenes Tun irgendwas erreicht, dass es so wird wie vorher? Nein, ich denke nicht. Das ist ein Schlussstrich. Das ist ganz wichtig, dass Frauen das auch begreifen. Schlussstrich. Einmal ist schon einmal zu viel. Mhm. Also ganz unbedingt. Es stimmt auch auf jeden Fall, wenn man sagt, wer einmal schlägt, schlägt immer. Ja. Es gab bei uns eine längere Pause dann. Also er hat tatsächlich dann 6 Jahre nicht mehr zugeschlagen. Inzwischen hatten wir geheiratet und dann waren die ersten Kinder da. Ich habe 3 Kinder mit ihm. Die ersten beiden Mädels waren dann da und dann fing es wieder an. In welcher Situation ist dann die Gewalt zurückgekehrt? Ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war. Ich weiß nur, ich saß auf dem Bett und habe die jüngere Tochter gestillt. Also ich war gerade 5 Tage aus dem Krankenhaus zurück und habe die gestillt und er hat mir ins Gesicht geschlagen. Aber ich weiß nicht mehr, was der Grund war. Ist es richtig, dass er Sie auch mal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt hat? Ja, hat er auch. Hatten Sie auch Angst um Ihr Leben zwischendurch? Ja. Und den Kindern? Hat er denen auch was angetan? Also lange Zeit nicht.
Und später dann wohl schon, aber das habe ich nicht mitgekriegt. Es war auch nicht häufig der Fall. Das habe ich eigentlich erst dann erfahren, als wir dann 2017 endgültig ins Frauenhaus gegangen sind, meine Kinder und ich. Und dann haben sich meine Kinder mehr geöffnet und haben mir erzählt, dass er gesagt hat, wenn die Mama was erfährt, dann wird es noch schlimmer. Sie waren ja zwischendurch schon mal weg. Sie waren bei ihren Eltern mal, sie waren auch im Frauenhaus. Ja. Sind aber immer wieder zurück zu ihm. Er hat dann wieder versucht, sie zurückzugewinnen und ich werde mich ändern. Und sie sind zurückgegangen. Ja. Wenn Sie das im Nachhinein sehen, waren Sie einfach, und das haben Sie, glaube ich, gerade ja auch schon angedeutet, einfach emotional abhängig, finanziell abhängig, keine Freunde? War das einfach für Sie so ein Leben deswegen gar nicht anders vorstellbar? Es war eine psychologische Falle eigentlich, in der ich da saß. Also ich war finanziell, sozial und emotional komplett auf ihn fixiert. Selbstwertgefühl? So gut wie nicht. Hm. Also das hat er halt auch mit der psychischen Gewalt, mit der verbalen Gewalt von Anfang an niedergeredet. Also ich wurde immer kleiner, er wurde immer größer. Hm. Ich habe mich selber auch irgendwie verloren, immer mehr. Ich habe gar nicht mehr gefragt, was möchte ich, was tut mir gut. Hat er Ihnen am Ende die Schuld gegeben dafür, dass das alles... Er sucht immer die Schuld bei anderen. Hm. Und ich war dann natürlich die am ersten Platz, Und haben Sie das auch für sich angenommen? Eine Zeit lang schon, ja. Wenn man das hört, dieses Überschwängliche am Anfang, dann ganz schnell eine Beziehung schaffen, dann Freunde aussortieren, alles auf die eine Person fixieren. Wie manövrieren solche Männer die Partnerin in die Abhängigkeit? Ist das ein Muster? Das ist ein Muster. Ich denke, das ist auch eine narzisstische Persönlichkeit. Ja. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und da liegt die Verführung und die Prinzessin-Erklärung und die Gewalt liegen nah beieinander. Mhm. Ganz ruhig. Und natürlich, ihr großes Defizit war, das, wie Sie es ja gerade gesagt haben, das eigene mangelnde Selbstbewusstsein. Mhm. Ich denke, Frauen müssen oft lernen, in diese Situation ihren Eigenwert zu erkennen. Es gibt einen berühmten Spruch in der Psychotherapie, erst wenn ich ohne dich leben kann, kann ich mit dir leben. Ja. Aber solange ich sage, wenn du weg bist, hat mein Leben keinen Sinn mehr, sind wir Gefangene. Das war die psychologische Falle, genau wie Sie es geschildert haben. Mein Gott, war das ein Golgatha-Weg. Schrecklich. Ja, also auch narzisstisch ist er. Und es ist so einer, der nach außen hin das Bild abgibt, als ob er das vorbildlichste Mitglied unserer Gesellschaft wäre. Der sich sozial noch engagiert und sehr für Menschen interessiert. Das ist derjenige, der den Frauen charmant die Tür aufhält, was es natürlich auch schwierig macht, das nach außen klar zu machen, dass er in Wirklichkeit so nicht ist. Ja. Also mir war auch klar, mir glaubt da keiner. Er hat es mir auch gesagt, da draußen kennen mich alle als den netten Mann, das glaubt dir eh keiner. Ganz klar. 2017 kam dann die Wende. Irgendwann war für Sie klar, das geht nicht mehr weiter so. Ja. Sie haben dann irgendwann auch ihre Kinder eingeweiht, die wollten auch weg. Sie haben dann auch schon wichtige Sachen bei ihren Eltern deponiert. Genau. Wie war dann der Tag, es hat sich ja noch mal zugespitzt, wie war dann der Tag, als Sie tatsächlich raus sind? Es war eigentlich geplant sozusagen, war, dass ich zum 1. April 2017 ins Frauenhaus gehen könnte, weil da ein Platz frei werden würde. Und tatsächlich dort angekommen bin ich aber am 21. März, nachdem am 20. März ein Vorfall war. Ich war schon mal mit den Kindern 2012 einige Monate, es ging dann über Weihnachten drüber bis ins neue Jahr 2013 auch im Frauenhaus. Und er hat dann da versprochen, er hätte jetzt Therapie begonnen, er würde jetzt alles ändern, meine ganze Liebe hätte sich gelohnt, alles, was ich gemacht habe. Es war für mich der Grund, dann es noch einmal zu versuchen. Und er wollte auch eine eigene berufliche Selbstständigkeit aufbauen. Da habe ich alles gegeben, um das zu unterstützen, beziehungsweise ich habe eigentlich das meiste gemacht, wenn ich es genau nehme, weil ich dachte, das ist jetzt meine letzte Möglichkeit, das letzte Überprüfen, ob er sich tatsächlich geändert hat. Und es schien eine Zeit lang so, weil er nicht mehr zugeschlagen hat. Aber das ist auch krank, wenn man dann denkt, ach ja, ist ja alles gut, er schlägt ja nicht mehr. Er ist nur gemein zu mir, er beschimpft mich, er demütigt mich, er macht mich dauernd klein, aber er schlägt ja nicht mehr, also bin ich ja jetzt froh. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, es ist alles Schieflage, es hat sich einfach so
gesteigert. Und dann an diesem 20. März hat er mir nichts getan, aber er ist in dem Waschraum, in dem Haus, wo wir gewohnt haben, abgegangen. Er hat das Zeug runtergerissen, rumgeworfen, alles so knapp an mir vorbei. Und da hatte ich so dieses Gefühl, jetzt muss ich weg, jetzt, ja, spätestens morgen, sonst bin ich tot. Es hat mich an einen Vorfall erinnert, als ich 2005 mal zu meinen Eltern geflüchtet bin. Da war das auch genau in diesem Waschraum passiert, als er mich grün und blau geschlagen hat und mein ganzer Rücken schwarz war dann später von seinen ganzen Tritten. Und das war dann so wie so ein Flashback, ja, nennt man das, ja, gell? Flashback, ja. Dass ich dann in dem gleichen Raum diese Angst wieder voll da hatte und dachte ich, jetzt ist aus, jetzt geht gar nichts mehr. Hab dann im Frauenhaus angerufen und die haben gesagt, sie haben Glück, das große Zimmer ist frei, sie können morgen kommen. Erstmal gut, dass sie den Schritt gemacht haben und die Kraft, mhm, dazu hatten. Ich glaube, das war wirklich. Und Sie waren dann rund ein Jahr in diesem Frauenhaus. Sie haben ihn auch angezeigt. Es gab, ja, auch eine Gerichtsverhandlung. Ja. Er wurde auch verurteilt, ja, wegen gefährlicher Körperverletzung. Ja. Zu was für einem Strafmaß? Oder was hat er für eine Strafe bekommen? Wissen Sie das? 2000 Euro. Was hat er bekommen? 2000, ja, Euro. Wie kam diese Strafe dann bei Ihnen an? Also sehr gemischt. Auf der einen Seite finde ich es für die Rechtsprechung von Deutschland sehr arm. Ja. Es ist alles andere als ein Signal an irgendwelche Täter. Ja. Andererseits habe ich es irgendwann so gesehen, die Staatsanwältin hat 2 Jahre und 3 Monate Haft ohne Bewährung gefordert gehabt. Wenn er das bekommen hätte, dann wären irgendwann diese 2 Jahre und 3 Monate rum gewesen. Dann hätten wir gewusst, morgen kommt er raus. Und ich habe ihn ja inzwischen gekannt. Ich wusste, dass er dann irgendwann von den Liebesbezeugungen kippt zu Hassreden und auch zur Gewalt. Und dadurch, dass das nicht eingetroffen ist, würde ich mal sagen, sind seine Rachegedanken nicht allzu groß. Also von dem her muss ich es so sehen. Wie geht's Ihnen denn heute? Und haben Sie Angst noch vor ihm? Nein, nicht mehr. Die erste Zeit, ja. Er hat uns auch gestalkt. Also ich sag uns, wegen den Kindern auch. Und er hat auch rausgefunden, wo das Frauenhaus ist. Er ist da nachts aufgekreuzt, drumherum gefahren. Dann konnte niemand mehr schlafen, aber man konnte nichts machen. Er hat ja nichts getan. Da war die Angst schon noch da. Und auch als ich dann eine Wohnung gefunden habe, dann haben wir auch mit dem Vermieter ausgemacht, dass nicht unser Name an der Klingel stehen soll. Und ja, also ich hatte da schon noch ziemlich Angst, es könnte noch was passieren. Inzwischen gar nicht mehr. Es gibt Gewalt an Frauen, es gibt auch Femizide, das heißt die Tötung, ja, von Frauen aufgrund ihres Geschlechts. Ja. Ja. Findet diese Gewalt in diesen diversen Formen mittlerweile mehr, vielleicht ausreichend Aufmerksamkeit? Weil viele Jahre lang hat man da nicht hingesehen. Wie empfinden Sie das? Also, sicher mehr geworden, aber es reicht noch lange, nein, nicht. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Wie ist Ihr Selbstbewusstsein heute? Könnten Sie heute sagen, ich, Dagmar, bin eine kluge, attraktive und begehrenswerte Frau? Kann ich heute von mir sagen, doch. Ah, toll. Großartig. Großartig. Und können Sie sich auch vorstellen, Sie haben ja auch gesagt, Sie sehen wieder nach offen, nach vorne und können sich eine Beziehung vorstellen. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie sich vorstellen, einem Mann wieder zu vertrauen, sich richtig auf eine Beziehung einzulassen? Also das mit dem Vertrauen zu einem Mann, das habe ich schon hingekriegt, weil ich einen sehr guten Freund habe. Wir haben keine Beziehung, aber wir haben eine sehr große Vertrauensbasis und der gibt mir einen Halt. Und der hat mir auch beigebracht, dass es auch andere Männer gibt. Also das ist eine sehr wertvolle Erfahrung. Und ja, vor allem ist es auch schön, wenn jemand einem signalisiert, egal was du machst, du bist voll in Ordnung, so wie du bist. Und eben nicht einen versucht zu stutzen und klein zu machen, sondern das, was mir Freude macht, da freut er sich dann auch drüber, wie es mir damit geht. Und das ist einfach eine wertvolle Erfahrung für mich jetzt, ja.
Und ich denke, es ist auch der falsche Weg, wenn man sagt, ich werde nie wieder eine Beziehung eingehen oder ich will von Männern nichts mehr wissen. Das hatte ich das erste Jahr, das war aber auch gut, weil ich erst mal zu mir selber kommen musste. Ich musste erst mal wieder gucken, eben, ja, was mag ich, ja, eigentlich, welche Farbe mag ich, mhm, was ziehe ich gern an und welche Musik höre ich gern. Und dann, man muss sich die Zeit geben, dass man zu sich selber kommt und dass man sich selber erst mal wieder lebt. Und wenn dann irgendwann jemand kommt, der als Begleiter auf diesem Weg passt, wunderbar. Wir wünschen erstmal vielen Dank für den großen Mut. Ja. Viele finden dafür keine Sprache. Es ist etwas, was oft auch hinter den vier Wänden passiert und niemand erfährt davon. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir es ans Licht holen. Ja. Vielen Dank für Ihren Mut, da so offen drüber zu reden und Ihnen und Ihren Kindern alles nur Gute auf diesem Weg, auch zu Ihnen selbst und dass es Ihnen einfach nur gut geht. Danke schön. Jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Liebesgeschichte, an der das Nachtcafé nicht ganz unbeteiligt ist. Wir begrüßen Patricia und Uwe Werle. Herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé. Herr Werle, es ist schon viele Jahre her. Wie viele Jahre? 14, 18? Irgendwas? 19. Wie viel? 19 Jahre. 19 Jahre. Da haben Sie wahrscheinlich zu Hause gesessen und ein Nachtcafé geguckt. Und das hat Ihr Leben durchaus in eine andere Richtung gebracht. Erzählen Sie mal, was war das für ein Nachtcafé und was hat das mit Ihrer heutigen Frau? Das Thema war, also bei Ihrem Vorgänger Backes, ja, das Thema war Scheidewege im Leben der Menschen. Mhm. Und da ging es eben darum, es gibt so 2, 3 oder 4 Scheidewege in einem Leben. Wenn man die nimmt, dann entwickelt sich das Leben eben ganz anders, als man es sich vielleicht vorher vorgestellt hat. Sie kennen sich schon ziemlich lange. Wie lange so insgesamt? Ja, 40 Jahre. 40 Jahre. Mhm. Ja. Und wie war das denn? Wie war diese Spannung, die da dann plötzlich da war? War die schon früher da? Wie würden Sie es beschreiben? Wir hatten so Anfang der 80er, die ja auch ein bisschen wilder waren, hatten wir so mal eine... Also wir haben die 50er waren wild, die 80er auch. Ja, jedes so eine Jahrzehnt. Eintägige Beziehung? Oder eine genau. Beziehung. Oder eine einnächtige. Eine einnächtige, genau. Einnächtige, okay. Und fanden uns aber ab dann, oder eigentlich immer schon toll vom Sehen. Und dann war schon so eine Begeisterung da von mir auf, weil ich ihn immer als besonderen Menschen empfand. Und wieso? Ich meine, wenn da schon eine Nacht die Faszination da war, warum ist dann damals keine Beziehung draus entstanden? Also für mich war damals noch nicht diese Liebe da. Mhm. Das war eine... Es war Sex. Sex und Faszination, Faszination auch. Ne? Also man fand sich schon faszinierend, aber die Zeiten waren auch andere und es hat auch nicht gepasst und wir waren wild unterwegs. Wie war er denn? Unterwegs. War er auch ein bisschen anders? Ich habe gehört, Sie waren in der autonomen Szene auch unterwegs. Genau, ja? Also die... Die eine Nacht, die hat auch im autonomen Zentrum stattgefunden. Ah ja. Es gab da eine das war jetzt nicht geplant. Eine Bardiskothek, ja. Schickeria hieß die damals. Und die war immer brechend voll und sie war halt auch Stammgast da. Ich habe da bedient, weil ich die auch mitbetrieben habe und habe sie natürlich auch immer gesehen. Und irgendwann hat sich das halt so ergeben, dass wir eine Nacht da oben im ersten Stock verbracht haben. Also da war etwas im ersten Stock, okay. Und das ist in Ihren Köpfen irgendwie drin geblieben. Dann läuft so ein Leben ja weiter. Es ist keine Beziehung draus geworden. Für Sie war es noch nicht so die Liebe. Vielleicht auch in einem autonomen Zentrum in Ihrem Lebensstil nicht so gepasst. Haben Sie sich denn dann ab und zu noch mal getroffen oder komplett aus den Augen verloren? Naja, Freiburg ist ja jetzt eine relativ kleine Stadt. Ja. Wenn man sich in der gleichen Szene bewegt, trifft man sich automatisch. Ja. Und selbst wenn nicht, wir haben eine kleine Innenstadt, man sieht sich ab und an, aber es waren wirklich immer viele Jahre, wo man sich vielleicht mal in einem Club gesehen hat oder mal den anderen mit dem Fahrrad vorbeifahren sehen hat. Und das war jetzt auch so, dass man aus Liebe zum anderen zergangen ist, sondern man fand sich einfach... Da war was. Ja. Und man fand sich toll. Wie ist Ihr Leben
weitergelaufen? Haben Sie waren Sie verheiratet, Kinder? Oder wie? Ja, also ich war verheiratet und habe keine Kinder. Ja. Und der Uwe hat ein Kind. Ich habe eine Tochter, die ist mittlerweile auch erwachsen. Ja. Und hat selbst 5 Kinder, also bin jetzt schon 5-facher Opa. Ja. Und dann haben Sie sich wieder getroffen. Und was war denn dann? Also Sie wussten auf einmal, das ist sie. Wie war das, als er den Kontakt wiederhergestellt hat? Naja, das hat schon auch bei mir so, also ich war da gerade ganz frisch geschieden, ja, und jetzt nicht gerade in Stimmung für eine Beziehung, weil ich auch, also um das kurz zu fassen, jetzt nicht unbedingt beziehungsfähig war. Mhm. Ja, also ich habe nie lange Beziehungen gehabt, aber immer dieses Bedürfnis nach Beziehung, was natürlich mit sich bringt, dass man oft scheitert, ja, weil ich bin jemand, der sehr freiheitsliebend ist einerseits und auch Angst hatte vorm Verlassenwerden. Das muss man dann erstmal lernen, warum sind die Abläufe so und warum wiederholen sie sich immer wieder. Ja. Und ich war ja dann, als wir uns wieder trafen, auch schon über 40 und hatte so bestimmte Systeme verstanden, ja. Und aber ich war eben frisch geschieden und auch deprimiert, weil man ist gescheitert. Und, aber ich habe es eben auch in der Beziehung nicht ausgehalten gehabt. Ne? Und wie lief das dann, nachdem der Kontakt da war? Wie schnell ging es zum ersten Date oder wie ist das gelaufen? Haben Sie telefoniert oder wie ist das? Nein, ich hatte ja wie gesagt diese Sendung gesehen, ja, und habe mir darüber dann auch Gedanken gemacht. Ist es jetzt ein Scheideweg für mich? Und wenn ja, welchen soll ich eingehen? Weil ich bin auch nicht jemand, der offen auf Menschen zugehen kann. Ich überlege mir das schon sehr gut. Dann habe ich also ungefähr einen Monat gebraucht, bis ich mich entschieden hatte. Und habe mir dann gedacht, ich musste also von der Arbeit her nach Österreich fahren. Und habe mir gedacht, dann bringe ich ihr was mit. Und nehme mal den Kontakt auf über ihr Reisebüro, wo sie gearbeitet hat damals. Das war fußläufig von meiner Wohnung 2-3 Minuten. Dann habe ich das da abgegeben, schönen Gruß mit einer Karte und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag hat sie dann versucht, über die Arbeit... Sie war nicht da, genau. Sie hat dann versucht, meine Adresse bzw. Telefonnummer zu bekommen. Hat dann auch tatsächlich geklappt. Und dann? Hat sie sich bei mir gemeldet. Und dann? Es war ein Samstag um 1. Und dann haben wir gesagt, also wir haben geschrieben. Mhm. Erst habe ich seine Telefonnummer bekommen, habe ich ihm mit dem alten Nokia noch eine SMS geschrieben und habe gesagt, und dann haben wir uns geschrieben, ja, wir können ja uns irgendwann mal treffen. Und dann haben wir zwischen 12 und 20 Uhr, weiß nicht, 40 SMS geschrieben. Dann wurde aus irgendwann bald, nächste Woche, morgen. Heute. Und ich hatte eine Verabredung mit einer guten Freundin, die ich einfach nicht absagen konnte. Aber ich wusste, ich will ihn heute auch noch sehen. Und dann haben wir uns, obwohl es natürlich auch mit 40, wir waren ja beide lange unterwegs. Er hatte einen eigenen Club, ich habe im Nachtleben gearbeitet. Mhm. Also 12 Uhr war jetzt auch mit 40 noch nicht außergewöhnlich, dass man mal weggeht. Aber wir haben uns dann um 12 verabredet. Und getroffen. Und der Uwe hat mich dann schon bei der Begrüßung in im Irish Pub so in den Arm genommen, aber wirklich lange, hat sich hingesetzt, meine Hand genommen und ab dann einhändig bestellt, getrunken. Also er hat mich gar nicht mehr losgelassen. Aber ich hatte das gleiche Gefühl. Also diese sofortige, tiefe Zuneigung. Das war schon enorm. Ja, Verbundenheit. Und auch. Verbundenheit. Erstmal toll, wie Sie das erzählen. Mal loswerden. Und dann, ich will Sie aber gar nicht unterbrechen, wie lief es dann weiter, nachdem Sie diese tiefe Verbundenheit gespürt haben? Also ich muss dazu noch sagen, dass der Uwe, was Sie gesagt haben, autonome, politisch aktiv, Häuserbesetzer. Also der Uwe ist ein ganz harter Knochen und auch war auch so als solcher bekannt. Ja. Hat eine Punk-Diskothek geführt. Mhm. Und da rechnet man jetzt nicht mit einem Romantik-Flash im ersten Moment. Ja? Aber der war so romantisch und so zart und so liebevoll. Das war natürlich auch für mich sehr beeindruckend, weil ich Menschen, die so kontrovers sind, auch sehr mag. Und das hat mir dann unheimlich gefallen. Ne?
Ja gut, also so ging es dann, das ging dann so weiter, dass irgendwann macht der Laden zu. Aber für uns war komplett klar, wir trennen uns heute nicht. Aber für mich war auch klar, ich möchte da noch nicht weitergehen. Mhm. Also 40 hin oder her. Es war einfach vom Gefühl was Besonderes und ich wollte das nicht gleich so in die Kiste wie damals werfen, sozusagen. Mhm. Ne? Und dann haben wir uns versprochen, also wir verbringen die Nacht, aber es passiert nichts. Das haben wir auch geschafft. Das hat geklappt. Ja, tatsächlich. Ja. Und am nächsten Morgen haben wir dann Kaffee getrunken. Und wir sind auch beide natürlich eigenständig, sehr freiheitsliebend und auch ein Stück weit cool gewesen. Und dann habe ich so überlegt, puh, wie mache ich das jetzt? Weil eigentlich möchte ich ihn wiedersehen, aber ich werde natürlich nicht fragen. Und dann habe ich so ganz entspannt gesagt, ja, sieht man sich denn wieder? Und dann meinte Uwe, also eben auch so tätowiert und alles, meinte, ach so, ich dachte, wir sind jetzt zusammen. Es hört sich so ein bisschen an, haben Sie diese Seite an sich eigentlich neu entdeckt oder vielleicht auch zum ersten Mal zugelassen? Eher zugelassen, also ich bin schon sehr emotional und romantisch eigentlich auch. Und trotz der Politik, ich glaube, das gehört auch, also hat in meinem Verständnis gehört das auch zusammen. Und wie ist es dann weitergegangen? Also man kann es ganz kurz fassen. Wir haben uns dann jeden Abend getroffen, eine Woche lang. Ja. Also unsere Freunde hielten uns auch schon für komplett bekloppt. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und dann hat Uwe mir einen Antrag gemacht. Dann habe ich ja gesagt. Dann habe ich gedacht, na ja, gut, wir haben jetzt auch, also ich trinke nicht viel Alkohol, aber wir haben 2-3 Ramazzotti getrunken. Schauen wir mal. Und dann kam er am Montag schon ins Geschäft und meinte, du, ich war jetzt gerade auf dem Standesamt, Termin wäre frei, so und so. Toll. Und, aber ich meine, ich habe die Antwort schon ernst gemeint, aber ich wusste natürlich nicht, dass das so schnell geht. Und Nach einer weiteren Woche haben wir uns dann verlobt. Genau. Und nach 14 Tagen haben wir auch eine indische Trauung. Also so eine Hochzeitszeremonie, weil ich so sehr Indien verbunden war, auch durch meinen Beruf. Und dann haben wir so eine rituelle Verbindung erstmal auch eingegangen. Und im Juli haben wir dann geheiratet. Und wenn Sie das jetzt so sehen, Sie haben ja diese Nacht beschrieben vor 40 Jahren oder wann, im ersten Stock. Und da war ja schon all das da. Mhm. Und dann sind Sie nach vielen, vielen Jahren zusammengekommen. Sagen Sie zum Glück oder denken Sie auch manchmal, ach, was wären das auch davor für schöne Jahre gewesen, die wir auch hätten? Hm. Schon gut zueinander gepasst? Sind wir unterschiedlich. Also, ja? Also ich nicht, weil ich denke, dass es wichtig ist, jeden Tag zu leben. Mhm. Und ich erlebe das genau, was ich jetzt erlebe, erlebe ich seit diesem Zeitpunkt. Und das ist für mich eigentlich genug, weil ich lebe das ja. Hm. Aber Sie denken anders? Ja, wobei ich ganz klar sagen muss, nicht in einer Form des Bereuens. Also hätten wir doch nur, dann wäre anders, weil das wäre meinem Leben nicht gerecht, weil das war wunderbar. Aber ich war manchmal so traurig, weil es so schön ist. Und dieses Schöne, habe ich einfach gedacht, hätte ja länger gedauert, wenn wir früher begonnen hätten. Nicht in Relation zu meiner ersten Ehe, die natürlich, also was wir jetzt haben, empfinde ich als außergewöhnlich, aber trotzdem war die gut. Mhm. Und dass er ich kenne auch seine Mutter des Kindes gut, das war auch gut. Aber so dieses Gefühl, denke ich manchmal, wäre vielleicht ein paar Jahre länger auch schön gewesen. Was gibt Ihnen diese Beziehung? Wie würden Sie es in Worte fassen? Also gut, für mich ist es auf jeden Fall, wenn ich jetzt sage, alles ist ein großes Wort, aber es ist für mich Familie, weil die ist bei mir in der Form nicht so vorhanden. Er ist einerseits wirklich ein sehr guter Freund und Heimat. Heimat. Ganz Heimat genau. Kommen wir wieder zu dem, was Herr Jung gesagt hat. Mhm. Und ein absoluter Wohlfühlort. Was gibt die Liebe Ihnen und wie wohl fühlen Sie sich in dieser Rolle? Also die Liebe gibt mir natürlich hier alles und das ist für mich auch ein mystischer Begriff eigentlich, weil ich kann das vielleicht so erklären, in dem Moment, wo ich sie gesehen hatte, das zweite Mal, hatte ich ja diese Wahnsinnsliebe
Dieses Gefühl der Liebe hatte ich sofort. Mhm. Und das empfinde ich halt bei ihr. Ne? Wir freuen uns, dass Sie sich gefunden haben. Und finde es natürlich auch schön, dass das Nachtcafé so eine kleine Rolle dabei gespielt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, weiterhin alles Gute, Patricia und Uwe Werle. Zum Schluss noch eins. Wir haben es ja schon angedeutet, Herr Jung. Ja. Wir reden ja heute über Liebesbeziehungen, was sie uns geben, aber was es auch bedeutet, von einer Liebe zu lassen. Vor 2 Jahren haben Sie Ihre große Liebe verloren. Sie sind Experte, aber wir haben ja hier auch schon mal über diese Trauer geredet. Wie geht es Ihnen heute? Mir geht es heute gut. Vor 2 Jahren war sehr viel Schmerz, auch in dieser Sendung, gar keine Frage, weil wir uns wirklich heiß geliebt haben und es eine reife Liebe war. Und es ist ein Wunder geschehen. Über die Weihnachtstage, Neujahrtage habe ich eine Frau kennengelernt, die wie ich verwitwet ist, im gleichen Alter ist. Wir beiden Paare haben uns gekannt, haben jeweils auch den verstorbenen Partner geschätzt, sodass der verstorbene Partner und die Partnerin sind aufgehoben. Ich könnte weinen vor Glück. Liebe, Liebe und lieben lassen, Ihnen weiter alles Gute. Wir freuen uns alle richtig mit. Ich glaube, ich gucke mich. Wir freuen uns richtig mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Jung. Vielen Dank an alle unsere Gäste. Ja, Dankeschön nochmal. Und wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema Mein Körper, Freund und Feind. Schauen Sie auch gern mal rein oder hören Sie rein in unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Tschüss und danke nochmal. Danke.